Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute bei Reise durch Taiwan. Wir treffen heute noch einmal auf Nils Lohberg, der bereits seit 2010 in Kaohsiung wohnt. Nils ist außerdem seit mehr als 4 Jahren in der Reisebranche tätig und daher der perfekte Ansprechpartner für Tipps rund um Kaohsiung. Ich freue mich sehr, Nils, dass du heute noch mal bei uns zu Gast bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch. Und heute soll es ja um Tagesausflüge rund um Kaohsiung gehen. Und ich nehme an, dass du ja in den jetzt 10 Jahren, die du bereits in Kaohsiung lebst, ja dann auch öfter mal einfach einen Tag die Stadt hinter dir gelassen hast. Was sind denn Tagesausflüge in der Umgebung von Kaohsiung, die du besonders empfehlen würdest oder von denen du uns berichten kannst? Also ein Tagesausflug, den ich auch schon wirklich bestimmt 10 Mal gemacht habe, ist zur kleinen Insel Xiaoliuqiu. Die ist circa, also mit dem Auto muss man dann, also mit dem Auto oder mit dem Bus kann man dann erstmal nach Donggang fahren, das ist zum Hafen in Donggang. Und von dort muss man dann eine Fähre ausnehmen, die circa 20 Minuten braucht zur Insel Xiaoliuqiu. Also die ist wirklich sehr nah an Kaohsiung dran und das kann man super im Tagesausflug machen. Also fährt man morgens 8, 9 Uhr los und kommt abends auch um 6 Uhr schon wieder an. Ist diese Anreise nach Xiaoliuqiu jetzt über Donggang, braucht man dafür Chinesischkenntnisse oder kann man das auch als Tourist, kann man sich da auch zurechtfinden? Also es ist schon sehr schwierig, ohne Chinesischkenntnisse nach Xiaoliuqiu zu fahren. Also nach Donggang geht es vielleicht noch, also da fahren die Busse von der Kaohsiung Train Station. Von da aus kann man mit dem Bus dahin fahren. Am besten ist es aber trotzdem noch irgendwie mit privatem Fahrer oder mit eigenem Auto. Und das Problem ist, dass in Donggang, an diesem Ferry Terminal, dort gibt es sehr viele Locals, die versuchen, dir Tickets zu verkaufen. Und das kann einen so ein bisschen überrümpeln, wenn man nicht Chinesisch sprechen kann. Man kann nämlich die Tickets ganz normal dann auch im Ferry Terminal bekommen, aber es sind sehr viele Locals, die versuchen, ihre eigenen Sachen dann zu verkaufen. Und da hatte ich schon auch Gäste, die da ein bisschen ja nicht so drauf klarkamen und nicht wussten, was los ist, weil sie halt nicht Chinesisch konnten. Und die Locals vor Ort, die können natürlich auch kein Englisch. Da muss man so ein bisschen gucken. Man kann es trotzdem selber machen, wenn man das weiß. Wenn man das weiß, dass man in diese Situation kommen kann, dann kann man trotzdem auch selber dahin fahren oder halt, wie gesagt, mit dem Bus. Und ja, auf Xiaoliuqiu ist es leider auch so, dass sehr wenige Leute Englisch sprechen können, aber es gibt natürlich auch Menschen, die das gut finden, die nicht unbedingt immer darauf angewiesen sind, dass alle Englisch sprechen können, sondern dass man sich so ein bisschen mit Hand und Fuß verständigt, das ist ja auch okay. Xiaoliuqiu ist jetzt ja wirklich, du sagst, es ist nicht nur nah, sondern es ist ja auch eine kleine Insel. Ich habe gelesen, es ist nur 6,8 Quadratkilometer groß. Was sind denn jetzt die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten auf Xiaoliuqiu? Also die Besonderheit schlechthin ist eigentlich, sind die Schildkröten. Also es gibt um die 800 Schildkröten, die sich rund um die Insel aufhalten. Und die sind teilweise bis 1 Meter, ich glaube, so die größten sind bis 1,50 Meter lang. Das sind riesige Schildkröten, die hunderte von Jahren alt sind teilweise. Und das ist wirklich besonders, wenn man die einmal, kann man die von oben, von so Aussichtspunkten aus sehen. Aber man kann auch mit den Schnorcheln gehen. Also man kann so einen Schnorchelkurs machen, der dauert ungefähr eine Stunde, da hat man einen Lehrer oder Leiter, der einen dann mit ins Wasser nimmt, also auch mit Rettungswesten, die man dann anzieht und gibt es einen so einen Rettungsring auch, an dem man sich einfach nur festhalten muss und dann kann man die ganze Welt unter Wasser sich anschauen und natürlich auch die Schildkröten, die da überall rumschwimmen und die ganz friedlich sind und Das ist ein Erlebnis, das man nicht vergisst. Also ich habe das schon meiner Familie gezeigt, meiner Schwester, meine Eltern, die haben das alle gemacht. Meine Eltern sind auch über 60, das war auch alles kein Problem. Das können Kinder auch ohne Probleme machen. Das ist sehr sicher, weil diese Leiter da auch ausgebildet sind und das jeden Tag machen. Und ja, das ist eine Erfahrung, die man nicht so schnell vergessen wird. Jetzt, wenn du von den Schnorchelkursen und dem Schnorcheln berichtest, Xiaoliuqiu ist jetzt ja auch eine Koralleninsel. Sieht man, wenn man schnorchelt, auch Korallenriffe oder noch anderes Unterwasserleben?
Ja, also man sieht einmal verschiedene Fische auch, also was mich, das ist jetzt nicht nur in Shaoliuzhou so, sondern auch in anderen Teilen, wenn man in Taiwan über ein Schnorcheln geht, sieht man diese ganzen verschiedenen bunten Fische oder auch Fischmeere teilweise sogar. Das ist auch unglaublich. Und dann natürlich auch Korallenriffe, also wie man sie jetzt so auf Bildern auch kennt, vielleicht nicht unbedingt, aber es sind Korallenriffe da. Sie sehen aber jetzt nicht so aus, wie sie uns vorstellen. Also meine Eltern meinten, als sie da waren, ja, das sind aber keine Korallenriffe, oder? Doch, das sind auch Korallenriffe, aber sie sehen jetzt nicht so reich oder so aus, wie wenn man sie auf irgendwie bei Sendungen im Fernsehen sieht, sage ich mal. Aber also was mich am meisten beeindruckt, man sieht natürlich auch das Meeresleben, den Meeresboden und die verschiedenen Tiere, die da leben, Muscheln und alles. Was wirklich am beeindruckendsten ist, sind die Tiere, also die Meereswelt und die Schildkröten und die Fische, die bunten Fische, die man dort sehen kann. Wenn man jetzt so einen Schnorcheltrip und dann ja auch einen Schnorchelkurs machen möchte, kann man das direkt vor Ort planen oder muss man es praktisch im Voraus buchen? Und was muss man vielleicht beachten? Muss man irgendwas Besonderes mitbringen oder sich darauf besonders vorbereiten? Also man muss eigentlich wirklich gar nichts vorbereiten. Man muss auch nicht das buchen vorher oder so. Es gibt so viele verschiedene Läden, die das da machen, wo man einfach hingehen kann und sagen kann, okay, ich will das gerne machen. Wann haben Sie heute Zeit? Das kann man direkt vor Ort alles machen. Man kriegt die Ausrüstung, alles vor Ort. Und ist es saisonal gebunden? Also sind die Schildkröten das ganze Jahr über dort oder nur zu bestimmten Zeiten, Jahreszeiten? Nee, ich habe sie eigentlich immer, also ich war schon mehrere Male dort, auch im Winter, im Sommer, im Herbst, Frühling. Man kann sie eigentlich immer sehen. Und anders als bei anderen Inseln ist jetzt auch nicht so eine Winter. Also im Winter ist es nicht so windig wie zum Beispiel auf den Penghu-Inseln. Mhm. Den Penghu-Inseln kann man im Winter kaum hingehen, weil es so windig ist. Aber auf Shaoliuzhou kann man im Winter auch noch schön schnorcheln gehen. Und das Wasser ist auch warm noch zu der Zeit. Also die Reisezeit ist eigentlich sehr flexibel. Man muss da jetzt nicht irgendwie genau eine bestimmte Reisezeit planen. Abgesehen von dem Schnorcheln mit dem Schildkröten, was definitiv aus deiner Erzählung das Highlight für Shaoliuzhou ist, was kann man auf der Insel noch unternehmen? Wenn man da über die Insel fährt, über diese knapp 7 Quadratkilometer, was erlebt man da und wie sieht vielleicht auch die Landschaft dort aus? Die Landschaft ist eigentlich recht simpel. Also ich würde mal sagen, dass das Highlight der Insel wirklich die Korallenriffe, die man von oben auch sehen kann, also das Meer einmal, dann verschiedene Strände auch, der Durban Bay zum Beispiel, gibt sehr schöne Strände. Dann gibt es noch sehr viele Höhlen auch, Höhlen aus Korallenrifffelsen, wo man durchwandern kann und dann immer wieder Blick aufs Meer hat auch von oben runter. Ja, dann gibt es einen sehr, sehr alten, sehr großen Banyanbaum, von wo man auch aus so einem kleinen Fenster aus, was passt schon, aus dem Wald heraus nach unten blicken kann, auf die Korallenrefffelsen, auf das Meer. Das ist auch sehr schön. Also so eine kleine Rundreise, die dauert nicht lange, aber die ist auch sehr empfehlenswert. Am besten kann man das machen mit einem Roller. Das ist eigentlich so am einfachsten, sich dort einen Roller zu mieten, Elektroroller oder mit einem Fahrrad oder mit einem Bus, der da auch alle 1-2 Stunden so eine Inselrundfahrt macht. Aber am einfachsten und ich sag mal 99% der Leute, die dort ankommen, nehmen sich einen Roller und fahren damit um die Insel herum. Da ich aber auch bei einem Reiseveranstalter arbeite, weiß ich auch, dass es dort private Fahrer gibt. Also wenn man jetzt nicht irgendwie mit einem Roller unterwegs sein will oder wenn man nicht mit dem Fahrrad, was natürlich auch sehr anstrengend ist bei den Temperaturen, rumfahren will, dann kann man sich auch so einen privaten Fahrer vor Ort mieten oder als Reiseagentur kann man das natürlich auch als Service anbieten für die Gäste. Und genau, da wird man dann von den Locals in so einem kleinen Van, wird man dann um die Insel gebracht und zu den verschiedenen Punkten gebracht auch. Aber das Highlight von Shaoliuzhou ist eigentlich so die Meereswelt, sind so die Korallenrifffelsen zusammen mit den Schildkröten und den schönen Stränden, wo man sich auch ausruhen kann. Würdest du denn sagen, dass sich jetzt in Shaoliuzhou auch eine Übernachtung lohnt oder hat man das praktisch alles gesehen mit einem Tagesausflug von Kaohsiung aus? Man kann es auch eine Übernachtung machen, aber ich würde nicht mehr als eine Übernachtung empfehlen. Also eine Übernachtung ist okay,
Da kann man abends, kann man schön, also ist auch sehr, ist die Insel bekannt für, da gibt es verschiedene Restaurants mit Grillfleisch, mit verschiedenen Speisen und so, was essen kann, das ist immer sehr empfehlenswert auch. Und dann am nächsten, man kann dann zum Beispiel das, sich am ersten Tag darauf fokussieren, dass man schnorcheln geht, dass man vielleicht ein bisschen an den Strand geht. Und am zweiten Tag macht man dann so eine Inselrundfahrt und dann fährt man am zweiten Tag nachmittags wieder zurück nach Kaohsiung. Jetzt hattest du ja im Vorgespräch auch noch von einem anderen Tagesausflug berichtet, und zwar das genaue Gegenteil zur Inselwelt von Xiaoliuqiu, nämlich von einem Tagesausflug in die Berge nahe Kaohsiungs. Genau. Kannst du uns darüber mehr erzählen? Ja, genau. Also was mich an Taiwan auch noch sonst so an der Bergwelt fasziniert, sind die vielen Wasserfälle und die vielen Flüsse auch in den Bergen, die man sich oder welche, die man sich in den Bergen angucken kann, wo man schön wandern gehen kann. Und auch, ja, es ist in Taiwan zwar nicht erlaubt, ins Wasser zu springen bei den Wasserfällen. Das ist aber ein anderes Thema. Nee, aber es sind sehr schöne, es gibt sehr schöne Wasserfälle, sehr schöne auch so Pools, wo man dann teilweise reinspringen kann, schöne Flüsse in den Bergen. Und in Maulin, das ist, wenn man von Kaohsiung aus Richtung Nordosten fährt, ungefähr so anderthalb Stunden mit dem Auto, kommt man dann richtig in die Bergwelt, in dieses Zentralmassiv von Taiwan rein. Und da gibt es in Maulin gibt's sehr, sehr schöne Wanderwege, die dann entlang von Flüssen hoch zu Wasserfällen führen und dann auch durch diese dschungelartigen Wälder wieder, wo man einmal die ganze Tierwelt beobachten kann, aber dann auch sich erfrischen kann, wandern gehen kann. Das ist ein sehr schönes Reiseziel für so einen Tagesausflug, Maulin. Und jetzt hast du gerade gesagt, wenn man dann dort entlang fährt, ist das was, wo du empfiehlst, dass man ein Auto mietet, oder kann man das auch mit einem Taxi oder einem anderweitigen Transportmittel machen? Ein Taxi wäre schon recht teuer, weil es, wie gesagt, eineinhalb Stunden entfernt ist. Entweder natürlich mit privatem Fahrer, wenn so einen Tagesausflug machen, das ist immer möglich. Oder sonst halt würde ich es empfehlen mit einem Mietwagen. Dann kann man da schön entlangfahren. Da ist es schwer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Aber mit einem Mietwagen kommt man überall perfekt hin und kann man morgens sich den Mietwagen holen, abends wieder abgeben. Und das ist eigentlich sehr unkompliziert. Und tatsächlich sind ja Mietwagen, habe ich festgestellt, in Taiwan auch nicht so teuer, wie man das aus Deutschland gewohnt ist. Also das ist genau für einen Tag relativ bezahlbar. Genau, die kosten so 40, 50 Euro pro Tag. Und jetzt hast du ja schon die Berge und die Wasserfälle angesprochen. Kannst du uns berichten, wie du einmal zu diesem Wasserfall in Maulin gewandert bist und was du dort erlebt hast? Ja, also ich hatte mal so eine Zeit, wo ich versucht habe, fast alle Wasserfälle in der Region zu erkunden und bin dann immer mit meinen Freunden auf dem Roller dahin gefahren, also anderthalb Stunden mit dem Roller nach Maulin. Und das ist eine sehr enge Straße, die dann auch zu so einem Parkplatz hochführt, und vom Parkplatz aus kann man dann auch wieder so Treppen, Holztreppen, teilweise sind dann in den Berg reingehauen worden damals, kann man da entlang, also im Tal, das ist ein sehr enges, sehr schmales Tal, kann man dann da hoch wandern. Und wie gesagt, gibt es dann an einer Seite den Fluss, wo man sich immer wieder erfrischen kann, wo man auch reinspringen kann. Und andererseits diese unglaubliche Flora und Fauna, durch die man kommt, die man die ganze Zeit durchwandert und wo man dann am Schluss bei dem Maulin Waterfall, also dem Wasserfall von Maulin, rauskommt. Das ist ein riesiger Wasserfall, ich glaube 30 Meter hoch, wo das Wasser dann darunter scheppert. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Ausflug, den ich auch all meinen Familienmitgliedern damals empfohlen hatte oder sie mitgenommen habe auf den Trip. Den Ausflug kann man sehr schön noch mit einem Ausflug zu den heißen Quellen von Liaogui. Das ist auch in der Gegend, kann man auch sehr schön noch paaren mit. In den heißen Quellen, da gibt es so heiße Quellenbäder, sage ich mal. Recht lokal alles, also nicht sehr modern, sondern ein bisschen alles traditioneller, ein bisschen älter gehalten, aber sehr, sehr schön mit verschiedenen Pools, verschiedene Temperaturen in den Pools, einmal kalt, dann heiß und verschiedene Stufen natürlich auch von der Wärme der Pools. Und dann gibt es auch diese Becken mit so kleinen Fischen, die die Haut von den, die kaputte Haut von den Füßen abnagen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Ich habe das tatsächlich einmal in Bangkok gemacht und es hat fürchterlich gekitzelt.
Genau, das kitzelt ziemlich, aber soll sehr gesund sein und einige Menschen mögen es. Wie ist denn, darf ich da einmal nachfragen, die Badekultur dort? Also sind die heißen Quellen geschlechtergetrennt? Ist das mit Badekleidung oder ohne? Worauf müssen sich denn da Besucher und Besucherinnen einstellen? Das ist in Liaoguai ist es nicht getrennt. Also in vielen, ich sag mal, Hotels, Hot Spring Hotels kann das schon sein, dass es getrennt ist. In Liaoguai ist es aber nicht so. Da muss man eigentlich nur eine Badehose und eine Badekappe, die man da auch vor Ort kaufen kann, aufhaben. Und dann kann man da Frauen und Männer zusammen baden gehen. Jetzt ist ja die Gegend im Maolin Valley und die Berge im Inland von Kaohsiung sind jetzt ja auch die Heimat von einigen von Taiwans Indigenen. Während eurer Ausflüge, seid ihr dort auf Spuren der indigenen Völker gestoßen oder kann man die Kultur der verschiedenen indigenen Völker Taiwans dort beobachten? Man sieht schon Spuren in Maolin. Also es gibt natürlich auch in Maolin immer wieder so kleine Dörfer von Einheimischen, wo man dann auch reingehen kann, wo es dann auch verschiedene Läden gibt, Cafés und so, wo man teilweise sehr schöne Ausblicke hat und dann sich ein bisschen mit den Indigenen unterhalten kann. In Maolin habe ich das jetzt nicht so viel gesehen wie zum Beispiel in San Dimen. Das ist ein bisschen weiter südlich, auch in den Bergen. In San Dimen kann man zum Beispiel auch mit dem Auto eine Bergstraße hochfahren und da kommt man dann in noch mehr von solchen einheimischen Dörfern, wo man sehr viele von den indigenen Völkern, also wo man dann die taiwanesischen Ureinwohner auch sehen kann und sich mit denen unterhalten kann. Man kann auch in den Bergen dort schlafen, übernachten. Man kann auch so eine Dörfertour machen in den Bergen, wo die Ureinwohner dann auf eine Reise so in ihre Umgebung mitnehmen und einen dann alles zeigen. Also das ist auch möglich aus von Kaohsiung. Ja, vielen Dank. Das finde ich tatsächlich jetzt aus deinen Erzählungen sehr schön, dass man aus Kaohsiung eben dann nicht nur die Erlebnisse der Stadt hat, sondern eben aus Kaohsiung heraus ja auch innerhalb von einem Tag sowohl auf einer Insel sein kann, als auch eben in dschungelbewachsenen Bergen. Und das ist ja irgendwie gerade auch, was Taiwan, denke ich, so charmant macht, dass man diese enorme Vielfalt hat und alles eben auch so nah beieinander. Ja, das ist wirklich in Taiwan und vor allem auch in Kaohsiung besonders, dass man beide Seiten immer so nah beieinander hat. Und nicht nur das Meer, sondern auch immer die Berge ist man innerhalb von einer Stunde dort. Und eine Besonderheit ist natürlich auch noch, wenn man von Kaohsiung aus auf die Berge zufährt, dann sieht man, in Kaohsiung ist es eigentlich sehr flach, also bis auf den Monkey Mountain und ein paar andere kleinere Berge, es ist eigentlich sehr flach alles und man kommt von diesem flachen Plateau dann zu diesen Bergen, die wirklich aus dem Boden fast schon schießen und dann mehrere tausend Meter hoch sind auch. Also man ist nicht so wie in Süddeutschland zum Beispiel, wo es dann langsam ein bisschen bergiger wird, sondern es geht von 0 auf 100 in Taiwan und dieses Zentralmassiv ist einmal toll für Wanderung, aber auch man sieht immer wieder Wasserfälle, Flüsse. Im Frühjahr kann man abends auch Glühwürmchen sehen. Das ist auch noch eine sehr schöne Besonderheit. Dann ist Maolin auch noch bekannt für Schmetterlinge. Da gibt es auch verschiedene Pfade, wo man dann Schmetterlinge sehen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen saisonbedingt. Da muss man dann nochmal schauen, aber man kann wirklich sehr schön was unternehmen in Maolin. Ja, vielen Dank, Nils. Vielen Dank, dass du diese beiden tollen Tagesausflüge mit uns geteilt hast. Ja, kein Problem.